Gegenwart zu sein, und ich hoffe, dass wir auch so ein bisschen jetzt unser Müdigkeitstief gemeinsam überwinden. Ich hatte mich gefreut, diesen Tag heute zu teilen mit Stevan Bimbasic, und er ist leider erkrankt und er hätte sonst hier mein Interviewpartner sein sollen und er hätte uns nach der Kaffeepause dann auch die Predigt gehalten. Aber es gibt einen wunderbaren Plan B und ich denke, wir werden gleich sehen, dass der gut ist. Heute Morgen haben wir dann, als wir uns getroffen haben, im Vorbereitungsteam überlegt, wer bereit, nicht nur hier vorne Musik zu machen, sondern auch das Wort zu ergreifen. Und die halbe Band ist da. Ich würde euch an den Tisch bitten und wir machen eine kleine Talkrunde jetzt gemeinsam. Als ich vorgestern diese Nachricht bekam, dass Stevan ausfällt, habe ich gedacht, nee, den Talk machen wir trotzdem. Und ich habe schon angefangen, leere Namensschilder einzupacken. Ich dachte, das gibt bestimmt eine Gruppe, die dann hier vorne bereit ist zu talken. Also Jörg ist mit dabei, Sven bin ich und einmal Hendrik mit einem D in der Mitte und einmal ohne. So, wunderbar. Genau. Und wir haben uns in der Mittagspause schon ein bisschen abgestimmt und das war irgendwie so lebendig und so schön, dass ich immer gesagt habe, also das müssen nachher alle hören. Vielleicht mal so ein bisschen persönlich. Ist das gut so oder stehe ich euch da irgendwie im Weg optisch? Ja? So? Steht da so? Genau. Sagt doch mal ganz kurz, was, wer ihr seid, wo ihr herkommt. Dieses grüne Mikro ist immer für euch. Ja, ich bin Hendrik. Ich komme hier aus Hohenlofstedt, gehe in die Freie Evangelische Gemeinde hier. Bin 24 Jahre alt. Und in meiner Freizeit bin ich noch Mitleiter eines Jugendkreises, eines Jugendhauskreises und ansonsten noch in der Gemeinde sehr in der Musik und Technik aktiv. Ja, Hendrik, ich gehöre mit zu der Gemeinde, dem dieser Grund und Boden gehört. Bin 42, verheiratet, drei hübsche Töchter im Alter von 4 bis 11 Jahren und ja, bin hier angestellt für Kinder- und Jugendquälerei, sage ich immer. Ja. Und nebenbei mache ich noch Musik, wie der ein oder andere vielleicht festgestellt hat. Ja, zweimal Hendrik, zweimal Hohenlockstedt. Ich bin Jörg und komme aus Neumünster. Ich bin der Fremdkörper in dieser Runde, aber freue mich, dass ich hier geduldet werde. Ich bin 51 Jahre alt, auch verheiratet, komme aus der Andreasgemeinde in Neumünster. Das ist eine landeskirchliche Gemeinde, aber wir zählen fast mit zu den Freikirchen aufgrund der Arbeit, die wir machen. Und hauptberuflich bin ich Banker und nebenberuflich spiele ich ein bisschen Saxophon und arbeite bei uns in der Gemeinde mit vom Schwerpunkt her im Predigtdienst. Also wenn bei uns oder in Nachbargemeinden der Pastor mal nicht da ist, dann bin ich seit gut 10 Jahren einer von denen, die dann auch mal vorne das Wort verkünden dürfen. Ja, vielen Dank, dass ihr bereit seid, hier ein bisschen ins Gespräch zu kommen mit mir. Also wir haben jetzt nicht nur Berlin, sondern Neumünster und Holo habe ich jetzt gelernt. Das ist richtig, das klingt richtig cool. Muss ich mal eine Frau erzählen. Von bei Holo vorbei. Genau, wir haben uns wirklich Gedanken gemacht, wie kriegen wir jetzt die Brücke vom Vormittag zum Nachmittag? Nicht nur so vom Biorhythmus her, sondern auch Themen, die uns berührt haben, die uns vielleicht auch herausgefordert haben innerlich. Und dann ist schon die Frage, wenn wir jetzt weitergehen, Aufbruch muss bei mir beginnen. Aufbruch in meiner Gemeinde, wir wollen ein bisschen über Gemeinde reden. Aber wie kommt überhaupt, ja, bei den Dingen, die euch jetzt angesprochen haben, die euch erreicht haben heute Vormittag, Gemeinde, Gemeinschaft, sozusagen die horizontale Ebene ins Spiel. Wie würdet ihr das umsetzen für euch? Nicht nur allein mit Gott, sondern? Ja, ich hatte heute Mittag schon erzählt, ich habe erst mal überlegt, was genau ist eigentlich Gemeinde? Und was mich heute Morgen bewegt hat, waren eigentlich zwei Punkte. Das eine war, wie kann ich Gott besser hören? Dieser Punkt Gehorsam, daraus folgt das Hören. Das ist der Punkt, den ich für mich selber mitnehmen möchte. Und der zweite Punkt war dieses Stichwort Mentoring. Und da habe ich gar nicht mal spontan an meine Gemeinde gedacht, aber mir hat Gott auf der einen Seite meinen Sohn, der auch schon erwachsen ist, ans Herz gelegt, aber ich arbeite in Hamburg und habe da einen Kollegen, der Mitte 20 ist, mit dem ich praktisch jede Mittagspause verbringe und der über seine Arbeit bei den katholischen Pfadfindern, ich weiß gar nicht, wie das da heißt,
auch Berührung zur Kirche, zum Glauben hat, dass ich da mal gucke, inwieweit ich Mentoring machen kann. Das ist also dann gar nicht mal die Gemeinde im eigentlichen Sinne, aber eben schon, wie kann ich den Aufbruch, der mich heute berührt hat, wie kann ich den weitertragen? Ja, ich denke, die meisten von uns, oder wenn nicht alle sogar, merken, Gemeinde ist zurzeit ziemlich im Umbruch, beziehungsweise ja, es hat angefangen umzubrechen und es wird demnächst noch sehr viel mehr Umbruch geben, gerade was Landeskirche angeht. Und von daher wird es spannend zu erleben, wie die jetzt noch da sind, sagen wir die paar Gerechten. Ich weiß, manche Kirchenplätze schon noch so aus dem Leben, meistens, dass die Profil haben. Andere, da arbeitet man jetzt dran, wie können wir das irgendwie so wuppen, dass ein Pastor nachher für 9 Gemeinden zuständig ist oder wie auch immer. Das wird eine spannende Zeit. Ich denke auch, dass Gemeinde in dem Sinne sich sehr verändern wird. Aber es geht immer um Beziehungen. Es geht immer darum, wie ist mein Verhältnis zum Nächsten? Lebe ich das wirklich, was Gott auch von mir möchte? Ich hatte vorhin am Mittagstisch das abrahamische Wort, dieses, ich will dich segnen, ich fühle mich gesegnet, aber du sollst auch ein Segen sein. Wir sollen das nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Und es muss Schluss sein, mit der Zeit, wo wir alle so unseren Kuschelkurs Gemeinde geben und wir, die paar Gerechten, kommen zum Gottesdienst am Sonntag. Was machst du auch mit deinem Glauben von Montag bis Samstag? Und gibt es da noch andere Kreise, außer mein Hauskreis, wo ich mich wohlfühle, oder mein Jugendkreis, wo ich mich auch wohlfühle? Gibt es da noch Berührungspunkte zu anderen Menschen, die außen sind? Und auch da, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber auch da gibt es Veränderungen, auch Gott sei Dank hier im Ort, und da sehe ich auch Aufbruchstimmung. Und Hendrik, ihr spielt nicht nur eine Band schön zusammen, sondern ihr arbeitet auch Seite an Seite in 2 verschiedenen Gemeinden. Ich habe verstanden, die FEG, wo du tätig bist, ist erst oder schon 30 Jahre alt. Erst. Eigentlich jung und doch in die Jahre gekommen. Wie erlebst du da Aufbruch oder Umbruch? Momentan erlebe ich den Aufbruch dadurch, dass wir in der Gemeinde gemerkt haben, okay, wir werden sehr alt. Also ich bin das jüngste Gemeindemitglied mit jetzt fast 25 Jahren. Das ist schon relativ alt, würde ich mal sagen. Deswegen, also die Jugend fehlt uns. Kinderarbeit haben wir, Jugend fehlt. Und da hat die Gemeinde gemerkt, da müssen wir was tun. Aber was können wir tun? Was müssen wir tun? Und jetzt treffen wir uns seit ungefähr 3-4 Monaten immer wieder regelmäßig als größerer Kreis wieder, der kommen will, darf kommen, zu einer sogenannten Zukunftswerkstatt. Das heißt, wir überlegen, was können wir ändern und auch wie und warum ändern wir es überhaupt. Also wir haben angefangen mit der Warum-Frage, dann mit der Was und dann die Wie-Frage. Und das ist für mich sehr schön zu sehen, weil in meiner Gemeinde war es bisher immer nur so, das läuft schon, das passt schon, noch gibt es uns ja, noch leben wir ja, aber in ein paar Jahren wäre es irgendwann so gewesen, jetzt auf gut Deutsch gedacht, wäre die Gemeinde quasi tot, weil alle über 80-Jährigen dann einfach mal irgendwann sterben, der Lauf der Dinge ist. Und dann bleiben, glaube ich, noch so ungefähr 15 Menschen übrig. Ist auch eine Gemeinde. Das wäre auch bestimmt ziemlich schön gewesen. Aber das ist nicht, was wir als Gemeinde gewollt haben. Wir wollen neue Leute dazubekommen. Wir wollen in den Ort hineingehen. Und da erlebe ich gerade in meiner Gemeinde einfach den größten Aufbruch, den ich jetzt in meiner Lebenszeit dort erlebt habe. Weil die Menschen wirklich wieder Lust haben, diese Gemeinde zu verändern. Man hat schon den Eindruck, dass wir, ob Landeskirche, Freikirche, evangelisch-katholisch, alle doch mehr oder weniger in einem Boot sitzen, auch wenn wir es vielleicht noch nicht wahrgenommen haben. Wie geht's euch in den beiden Kirchengemeinden hier von Lockstedt und auch in Münster? Gibt's Dinge, die euch gerade begeistern im Moment? Ja, bei uns in der Gemeinde erlebe zumindest ich und ich denke auch die anderen eine ganze Menge an Aufbrüchen. Zum einen sind wir gerade in einem Prozess, wo wir unseren Gottesdienst komplett umgestalten wollen. Und das läuft seit einem Jahr und die Gemeinde ist da sehr, sehr stark mit eingebunden. Das heißt also, es gab immer wieder Veranstaltungen, wo jeder seine Gedanken mit einbringen konnte. Es gab jetzt eine Klausurtagung von Kirchengemeinderat und Mitarbeitern. Gab jetzt nochmal ein Wochenende, wo sich der Kirchengemeinderat alleine zurückgezogen hat. Und das ist ein sehr, sehr spannender Prozess. So ein bisschen was ist schon durchgesickert. Es wird also deutlich moderner, wobei wir schon moderne Gottesdienste hatten, aber wir wollen uns einfach nach außen öffnen. Und da bin ich auch schon bei den nächsten beiden Punkten. Zum einen haben wir bei uns, wir sind so eine Stadtteilgemeinde in Neumünster, im Stadtteil einen Wochenmarkt, der die letzten 2 Jahre Asyl brauchte,
weil der Platz, an dem der ist, komplett umgebaut wird, der erste Kreisverkehr in Neumünster. Und da haben wir gesagt, da bietet es sich doch an, dass der Markt auf dem Kirchengelände stattfindet. Und die letzten zwei Jahre war dieser Markt also wirklich bei uns einmal die Woche und wir haben einen eigenen Stand mit Kaffee und Kuchen angeboten, um so eben mit den sonst nicht zur Kirche kommenden unterwegs zu sein. Und dann vor einem Jahr hat unsere Gemeinde den Eindruck gehabt, wir sollten ein PACE-Team bei uns beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ihr PACE kennt. Das ist eine Arbeit unter Schülern in Schulen, wo auf der einen Seite in der Schule Frühstück und Ähnliches angeboten wird und auf der anderen Seite versucht wird, die Schüler auch in die Gemeinden einzuladen. Und wir hatten immer einen FSJler und letztes Jahr wurde viel gebetet und viel um Spenden gebetet und gebeten. Und wir haben letztes Jahr erstmalig ein dreiköpfiges PACE-Team bei uns gehabt, alles FSJler. Und dieses Jahr sind wir in die zweite Runde gegangen. Einer der damaligen Teilnehmer ist jetzt Leiter und hat zwei neue an die Hand bekommen. Und da tut sich also in ganz vielen Punkten bei uns was. Ja, ich sagte es eben schon, wir fangen an, jetzt nach außen wieder zu gehen. Das ist so eine Sache. Wir nennen das Kirche Holo unterwegs. Auch da ist es wieder eine Kooperation mit unseren lieben Freunden und Geschwistern aus der FEG. Eine ganz tolle Geschichte, wo man eben sich bei gerade Dorffesten oder so, wir sind ja noch, ist das Dorf oder Stadt, ich weiß nicht, so Ort, ne? Irgendwas dazwischen. Aber es gibt diese traditionellen Stadtfeste und Dorffeste und da wollen wir uns verstärkt etablieren, immer draußen gehen. Das andere ist, als Landeskirche haben wir noch den Vorteil, dass Menschen immer noch kommen. Also Konfis kommen, Konfirmanden, Konfirmandinnen, wenn es auch weniger werden, demografisch oder eben, weil die Eltern auch mit dem Glauben nicht mehr viel zu tun haben. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir ansetzen sollten und wollen auch, dass man Familien wieder mit an Bord holt. Also das ist gerade so die Generation, sagen wir mal meine Generation, das ist jetzt in den 40ern, dass da mehr Leute wieder erreicht werden. Das tun wir auch durch Kinder- und Jugendarbeit sicherlich, darf man noch verstärken. Aber wir sind jetzt auch dabei, zum Beispiel mit einem Team rauszufinden, was von dem, was wir hier haben, ist noch gut und schützenswert und behaltenswert, was aber kann man nochmal komplett über den Haufen schmeißen. Und da treffen wir uns jetzt immer wieder mal, wir nennen das das 5F-Team, das ist abgeleitet von den 5 Diensten, die Paulus beschrieben hat. Und auch da sind wir dran, immer zu gucken, Mensch, was prüfen wir, was behalten wir und was werfen wir mal über Bord. Da müssen natürlich alle mitmachen. Und das ist dann nachher die Herausforderung, die mit an Bord zu nehmen, die damit sonst nicht so viel zu tun haben. Die in den Kirchenbänken immer sitzen, aber sonst nicht so gerne was machen und die mit an Bord zu holen. Und auch da sind wir auf dem Weg, den Gottesdienst zum Beispiel ein bisschen aufzulockern. Einer macht jetzt Moderation, da sitzt er immer wieder mal und so. Also Dienste zu verteilen, begabenorientiert natürlich. Ne? Das ist eine spannende Geschichte, wir sind auf dem Weg. Ich denke, wir kommen noch auf diese Problematik, diese, ich sag mal, unsichtbare Grenze von drinnen und draußen zu überspringen. Gemeinde, die unter sich bleibt, die gar nicht raus will. Manchmal steht Gemeinde sich, glaube ich, selbst am meisten im Weg. Ja, und es ist gar nicht die feindselige Welt. Wir sind alle in einer Mission Gottes. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Also Gemeinde ist eigentlich auf Sendung oder sie ist nicht Gemeinde. Wie nehmt ihr das wahr? Wo sind manchmal die größten Hindernisse in den eigenen Reihen? Also sozusagen die Aufbruchverhinderer. Ihr müsst jetzt keine Namen nennen. Es geht nicht um Menschen, sondern um Mentalitäten. Ich glaube, wie du schon gerade sagst, es ist einfach bei vielen der eigene Kopf, die Mentalität so von wegen, das war doch schon immer so, warum sollten wir es jetzt ändern, es hat doch bisher funktioniert. Aber ich sag mal, nur weil es jetzt für einen selber funktioniert hat, muss es nicht für den nächsten funktionieren oder für die nächste Generation gut funktionieren. Das sind ja, ich denke, das merken wir in der heutigen Zeit, dass jetzt zum Beispiel ich eine ganz andere Mentalität habe als, ich sag mal, 30% der Menschen, die jetzt hier in diesem Raum sitzen, mindestens. Würden wir einige Unterschiede finden. Und ich glaube, wenn da jeder irgendwie sich selber teilweise für das Wohl der Gemeinde ein bisschen zurücknimmt, kann daraus was Großes immer wieder entstehen. Aber dieser Schritt muss, glaube ich, bei jedem erstmal selber im Kopf gemacht werden. Welche Verhinderer habt ihr wahrgenommen? Also ich habe... was denn? Ein Name, ja. Mein Chef sitzt da, darf ich zu laut reden? Nein, im Gegenteil. Ich glaube, man kann das für jede Gemeinde, jeder Mensch muss das letztendlich für sich entscheiden oder rausfinden, was es braucht, was mir auf dem Herzen brennt, das möchte ich eigentlich eher sagen.
ist zum einen, dass es eine Vision braucht. Wenn man keine Vision hat, können wir noch so viele Aktionen machen. Wenn wir nicht wissen, wohin wir fahren, wo das Schiff gelenkt werden soll, dann wird das nichts. Und Gott muss an Bord sein, ist klar. Womit es bei mir immer anfängt, ist Gebet. Ne? Johannes Hartel hat das so schön gesagt. Ne? Ohne Gebet ist alles nichts. Und das, jede große Erweckungsbewegung, die jemals stattgefunden hat, hat immer mit ein paar angefangen, die gebetet haben. Und damit sollte es anfangen. Leute, die eine Vision haben von Gott, die sagen, da geht noch was, da geht noch mehr. Und damit muss es beginnen. Und diese Vision zu vermitteln, auch den Übrigen. Und sich, es braucht Mut. Es braucht Mut, zu sagen, ich habe bisher noch nie sowas gemacht, aber hey, auf dein Wort hin, will ich es mal probieren. So. Es braucht Menschen, die bereit sind, sich ein Herz zu fassen und sich von Gott leiten zu lassen und zu sagen, eigentlich weiß ich nicht, was ich kann oder bin, aber ich möchte es mal versuchen. Habt ihr denn das schon mal erlebt, dass zwar Widerstände da sind, manche wollen Aufbruch, manche wollen eher, dass alles bleibt, wie es ist, manche denken visionär, manche wollen lieber alles bewahren, dass Gott sich trotzdem durchsetzt, trotz dieser Widerstände? Und wenn, wie tut ihr das? Ja, da fällt mir spontan mein Hauskreis ein und spontan deswegen, diesen Punkt hatten wir in der Mittagspause nicht angesprochen. Ich selber leite den Hauskreis und versuche immer mal auch so ein bisschen über den Tellerrand hinauszugehen. Und da hatte ich mal angesprochen, inwieweit wir als Hauskreis oder aber auch jeder Teilnehmer an sich vielleicht in irgendeiner Form mal mitarbeiten könnte, wollte und vielleicht auch sollte. Und es gab erhebliche Diskussionen und es wurde viel geredet, es kam aber eigentlich nicht so viel bei raus. Und 4 Wochen später kam dann im Hauskreis eine so ein bisschen aus dem Quark und sagte, ich habe mich übrigens entschlossen, im alten Kreis mitzuarbeiten und einen Kaffee zu servieren. Also aus einer Runde, die eigentlich gesagt hat, nö, ist schön, wenn ich in den Gottesdienst gehe und wenn ich in den Hauskreis komme, aber das reicht auch, war plötzlich eine, die genau das Gleiche gesagt hatte und 4 Wochen später zu dem Eindruck gekommen war, ich möchte doch mitarbeiten. Also Gott kann da auch etwas, was vielleicht am Anfang wie eine Totgeburt aussieht, zu etwas machen, wo dann doch plötzlich Schritte passieren. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel, weil die Frage immer ist, wie verändern sich Menschen? Man kann Dinge einfordern, man kann sie auch fördern und was sehr stark förderlich ist, sind Beispiele. Manchmal ist es wirklich das überzeugende Beispiel eines Einzelnen, wo die anderen merken, Mensch, so schwer ist es gar nicht und kriegen Appetit und machen nach. Ich glaube, dass unsere Kirche insgesamt im Moment überhaupt nur erneuert werden kann von unten. Also ich sage das durchaus mit Respekt für die kirchenleitenden Persönlichkeiten und auch Gremien, aber im Grunde müssen sie einen riesen Unternehmen verwalten und wie man so sagt, downsizen, also verkleinern. Das ist eine Herkulesaufgabe, da ist nichts Innovatives drin. Und ich glaube, das Innovative kommt von der Basis, kommt von den gelebten Modellen. Das glaube ich ist das eine, also dass wir nicht die Kraft des gelebten Beispiels unterschätzen. Ja, ich glaube, so ist Jesus auch vorgegangen, dass er immer nur Einzelne berührt hat, aber die waren sozusagen wie ein Modell, was ansteckende Wirkung hatte. Ich sehe noch einen zweiten Punkt, der auch strategische Wirkung hat, das sind, damit endet der Vormittag, Freundschaften. Ja, ihr beide könnt miteinander. Das war vielleicht zwischen beiden Gemeinden nicht immer so. Ist das nur Nettigkeit? Oder hat das, sagen wir mal, auch eine Relevanz fürs Reich Gottes, wenn zwei oder auch mehrere Verantwortliche bewusst sagen, nee, wir wollen zusammengehen, statt sozusagen nur mit dem Rücken uns gegenseitig zuwenden? Wie erlebt ihr das? Was haben Beziehungen im Reich Gottes, also auch für eine strategische Relevanz? Es ist das A und O. Es ist das. Jesus hat mit den Leuten gegessen. Er hat den Jüngern am letzten Abend mal auch nicht ich habe hier mal so eine Liste, was ihr noch alles zu tun und zu lassen habt, gegeben, sondern er hat einfach mit ihnen gegessen und Beziehungen gelebt. Und er hat gesagt, nehmt euch ein Beispiel an mir. Also wir können ja Leuten noch so viel Segen oder so viel sagen und zusprechen und so, das solltet ihr machen, das sollt ihr machen. Wenn wir es nicht selber leben, ist das alles für die Katz. Und ich glaube, das war Franz von Assisi, der gesagt hat, ne? Predige das Evangelium und wenn nötig, gebrauche Worte dazu. Also das fängt bei mir an, das hatten wir heute Vormittag das Thema, ja. Aufbruch fängt bei mir an und ich jetzt als Lobpreiser hier vorne
Lobpreis ist für mich nicht nur, dass ich hier auf der Bühne stehe und Musik mache. Es ist nicht nur, dass ich Musik mache zu Hause gegen die Wand, sondern Lobpreis ist für mich auch, für meinen Nächsten da zu sein, Beziehungen zu leben, unseren Hauskreis. Er ist in meinem Hauskreis übrigens, der Hendrik. Aber nicht dein Leiter. Also es ist so schön zu sehen, dass sich das so generationsmäßig fortsetzt, wo wir nur 20 Jahre auseinander sind. Ne? Aber das ist für mich wirklich, es baut alles auf Beziehung auf, das Ganze. Erstmal meine Beziehung zu Gott, aber das eben, das auch in die Vertikale zu bringen. Sehe ich auch so, ja. Ja, sehe ich auch. Sehr schön. Klasse. 5 Euro kriegst du später. Ne? Ich gehe da gleich nochmal im zweiten Teil dieser Einheit darauf ein, dass wirklich auch gelebte Beziehungen zwischen Verantwortlichen haben, ja, ich hätte fast gesagt, politische, aber sagen wir lieber strategische Bedeutung. Man kennt es im Negativen oft genug. 2 Pfarrer in einer Gemeinde können nicht miteinander oder Bürgermeister und Pfarrer sind zerstritten oder weiß ich was, oder Kirchenvorstände untereinander. Und dann ist irgendwie Stillstand drin und das Umgekehrte geht genauso. Da ist ganz viel möglich, wenn, was wir gerade im Psalm auch hörten, Brüder und Schwestern in Eintracht zusammensitzen. Ja. Ich habe noch mal einen weiteren Gedanken und damit können wir vielleicht so diese Runde langsam in die Schlussphase bringen. Eine Kultur des Förderns. Also nicht nur strategische Verbindungen, das Reich Gottes ist wie ein Netz, sondern auch generationenübergreifend. Deshalb habe ich vorgestern gesagt, ich gebe das nicht auf. Es wird Leute U30 geben hier und jetzt haben wir U30, U40, U50. Na, okay, ich bin U70, ja. Wunderbar. Das ist, glaube ich, in jeder Phase Bedürfnis, dass es Menschen gibt, die mich fördern. Hast du das für dich erlebt? Bist du gefördert worden oder förderst du andere oder... Wie geht's dir damit als Jüngster hier vorne? Gefördert wurde ich auf jeden Fall durch meine Familie zu Hause. Also meine Eltern haben mich von Grund auf im Glauben gefördert, unterstützt und also mir quasi ein wundervolles Vorbild geliefert, was ich jetzt selber versuche, ein bisschen weiterzugeben. Wie ja schon mal vorhin erwähnt, ich bin Mitleiter eines Jugendhauskreises und den krempeln wir gerade so ein bisschen um und versuchen da wieder den Fokus auf Gott zu legen, der ein bisschen vorgegangen ist. Aber auch da versuchen wir als Leitung, also wir haben dort Jugendliche von 14 bis 24, also ich bin damit der Älteste wieder, und wir versuchen schon dann zu schauen, okay, was brauchen unsere Jugendlichen, wie können wir sie fördern, wie können wir im Glauben wie können wir sie im Glauben stärken und helfen, dass sie mitwachsen. Da gibt's von mir ein sehr schönes Beispiel. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren in diesem Jugendhauskreis und habe mich von Anfang an sehr gut mit einem jüngeren Mädchen dort verstanden, was ich dann quasi so als meine jüngere Schwester ansehe oder als kleinen Schützling. Und wir haben dann einige Gespräche geführt über den Glauben, haben zusammen gebetet. Es ging teilweise sogar schon ins leicht Seelsorgerische rein. Und zu sehen, wie sie in diesen beiden Jahren sich entwickelt hat und im Glauben super stark gewachsen ist, also wie Gott durch einen als Leitung, als Mentor vielleicht sogar, arbeitet, ist eine wunderschöne Aufgabe, weshalb ich das jedem ans Herz legen kann, wenn man schon Mentor ist, macht das weiter. Wenn man das noch nicht ist, ich wusste nicht, dass das nicht so eine Begabung oder dass ich, das kann überhaupt. Da wachse ich gerade selber noch rein, aber dann zu sehen, wie Gott wirkt, ist, das zahlt sich aus. Wenn man so bei Eltern und Kindern sagt, ein Lächeln macht alles wieder weg, alle schlaflosen Nächte, da kann ich jetzt noch nicht von reden, aber ich höre es immer wieder von anderen Leuten. Es ist dabei ungefähr ähnlich. Also wenn man dann sieht, wenn man dann diese Erfolge, die Gott bereitet, sieht, sind alle Mühen oder alle Fehlschläge eigentlich wieder vergessen. Deswegen kann ich Mentoring sehr, sehr empfehlen. Gehen wir vielleicht einfach so ein bisschen dem Alter nach weiter. Wie erlebt ihr das? Gefördert werden oder auch andere zu fördern? In meinen Jugendjahren, das ist schon ein bisschen her. Und hätte ich mir gerne mal einen Mentor gewünscht. Als ich 17, 18, 19, 20 war, so, hätte ich mir gerne jemanden gewünscht, der mich an die Hand nimmt und sagt, Hendrik, ich weiß auch nicht alles, aber ich bin ein Stück mehr auf dem Lebensweg als du mit Gott und lass es doch gemeinsam ein Stück gehen. Ich habe mir die Mentoren, die ich hatte, dann selber gesucht irgendwie.
Jesus.de war eines davon. Manchmal ein bisschen zweifelhaft, aber zumindest konnte ich mich dann an Forenbeiträgen mit anderen streiten und das war dann auch interessant. Da feiert es auch ein bisschen am Glauben. Aber so einen, der dich ermutigt, einer, der sagt, hey, ich glaube an dich, ich glaube, Gott hat Großes mit dir vor. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wir waren auf einer Freizeit, meine jetzige Frau und ich, und das war ein Missionsehepaar, die haben wir vorher und nachher nie wieder gesehen. Aber was diese Frau zu uns gesagt hat als Ehepaar, die hat uns als Ehepaar Mut zugesprochen, davon zehre ich heute noch. Und ich möchte euch ermutigen in diesem Sinne, die ihr schon etwas graue Bärte habt als ich. Gott möchte euch heute noch gebrauchen. Genau dafür. Ermutigt die jungen Leute, ermutigt die Generation, die haben es, Entschuldigung das Wort, verdammt nochmal nötig. Und auch wenn ihr denen nicht erklären könnt, wie man Apps programmiert auf dem Handy, das können die, aber das heißt nicht, dass sie euch das Leben erklären können. Das könnt ihr. Und das, was mir fehlt, das versuche ich jetzt genau wie Hendrik, versuche ich das auch weiterzugeben. Ich habe eine Jugendliche, ich habe auch in der Schlüsselszene eine Jugendliche auf der Konfa-Rückfahrt, also wir waren auf Konfirmandenfreizeit, auf der Rückfahrt habe ich mich neben sie am Bus hingesetzt und Gott, und das ist wieder dieser Gehorsam, ich gehorche Gott, ja. Er hat mir eingegeben, sprich ihr Mut zu, sag, ich habe noch viel mit ihr vor. Und das hat, genau das habe ich ihr gesagt. War nicht so schwer in dem Moment. Manchmal ist es ein bisschen höheres Hindernis, aber in dem Moment habe ich gesagt, ich glaube, Gott hat noch ganz viel mit ihr vor. Und was aus diesem Mädchen geworden ist, sie ist jetzt 3 Jahre dabei, 3,5, es ist der Wahnsinn, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich weiß, der Satz alleine wird es nicht gebracht haben, aber er hat auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen. Also ich kann von mir selber, ich kann bezeugen, es hilft, wenn man dieses zuspricht, sowohl von der einen Seite als auch von der anderen Seite. Vielleicht ein Satz von einem etwas älteren gewordenen Vater. Ja. Ich finde es erstmal fantastisch, wenn man sagen kann, meine eigenen Eltern waren für mich Förderer. Mein Sohn, unser Sohn wird jetzt 30 dieses Jahr und es ist viele Jahre her. In der Gemeinde war ein junger Mann und er sitzt da in der 5. Reihe. Und er fing an, mit ein paar Kindern einen Kinderhauskreis zu beginnen. Unser Sohn war dabei. Ja. Und es hat uns so berührt und so dankbar gemacht, ja, dass im Grunde jemand einen Blick hat für meine Kinder. Also das macht uns als Eltern unglaublich dankbar. Und ich glaube, das hört nie auf. Und bitte denkt nicht, ich weiß, wie das unserer Generation geht. Ja, wir sagen vielleicht auch, oh Mann, wir haben bei den eigenen Kindern manches falsch gemacht. Oder wir waren so schlechte Eltern. Ja, ich glaube, es gibt in uns manchmal so ein schlechtes Selbstbild. Oder auch so ein, wir gehen so ins Gericht mit uns. Ja. Und glauben nicht, dass wir den jungen Leuten was geben können. Oder wir denken, wir sind einfach zu uncool. Ja. Und die jungen Leute trauen sich manchmal an uns nicht ran, weil sie denken, wieso soll der sich für mich interessieren? Ja, der ist so beschäftigt, der hat gar keine Zeit für mich. Und meine Erfahrung war die, ich musste immer als etwas älterer Angebote machen. Ich musste auf Leute zugehen. Und es fängt vielleicht damit an, dass du mal auf jemanden zugehst und sagst, du, ich würde dich gerne näher kennenlernen, mehr gar nicht. Oder lädst mal jemanden zum Kaffee trinken ein. Ja. Oder fragst, sag mal, hast du Gebetsanliegen? Ich würde gerne für dich ein bisschen beten. Ja? Und dann guck, was passiert. Und dann kann es sein, daraus wird so eine Beziehung. Man muss kein fertig ausgebildeter Mentor sein. Man braucht kein komplettes Programm im Koffer zu haben. Man fängt einfach an. Noch ein Satz zum Fördern oder was anderes noch zum Abspannen? Ja, ich fand das eine spannende Runde. Ja. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe eine Menge mitgenommen. Fördern selber kann ich jetzt nicht so viel berichten, außer was ich vom Hauskreis erzählt habe, dass ich die eher fordere und das Gefühl habe, dass da eine Förderung im Glauben schon tatsächlich passiert. Aber dieses Stichwort Mentoring hat mich heute Morgen schon bewegt und ich bin mal gespannt, was Gott da mit mir vorhat. Ob sich vielleicht bis zum nächsten Jahr was tut, das ich dann vielleicht berichten könnte. Wunderbar, das ist ein schöner, ehrlicher Abschluss. Habt ihr noch ein Lied für uns, bevor ich weitermache? Ja? Noch ein Lied, komm. Ganz herzlichen Dank, großer Applaus hier vorne für die Studiogäste.